Gut, keine Fragen mehr. Dann können wir noch etwas über das Integrieren sprechen. Wir haben gestern mit der Substitutionsmethode begonnen. Und bei der Substitutionsmethode ersetzen wir die Integrationsvariable mit einer anderen Variable. Und zwar mit dem Ziel, die Integration zu vereinfachen. Ich habe gestern schon ein Beispiel gemacht. Ich zeige Ihnen noch ein Beispiel. Die Substitutionsmethode ist dann besonders nützlich, wenn der Integrant ein Produkt ist von einer Funktion und ihrer Ableitung bis auf Konstante. Ja, Sie sehen, das x hoch 3 hier ist das x hoch 4 abgelitten. Wenn ich das x hoch 4 ableite, dann ist das x hoch 3 mal 4. Ja, also der 4er, den werden wir auch noch hinkriegen. Also probieren wir, was passiert, wenn ich hier folgende Substitution durchführe. Wenn ich sage, u ist gleich 1 plus x hoch 4. Wir haben gestern gelernt, dass wir nicht nur das Argument dann anpassen müssen, sondern auch das Differential hier. Das machen wir so, indem wir die Ableitung bilden von du nach dx. Das ist 4 mal x hoch 3. Ja, ich leite einfach das nach x ab. Das gibt mir 4 mal x hoch 3. Und dann forme ich das so um, dass hier steht du durch 4 mal x hoch 3 ist gleich dx. Und dann ersetze ich das dx einfach durch das. Und wenn ich das tue, dann erhalte ich hier Folgendes. Hier steht das x hoch 3. Lasse ich einmal stehen. Jetzt ist 1 plus x hoch 4 ersetze ich durch das u. Dann steht hier u hoch 1/2. Und dann steht da praktischerweise Folgendes. 4 durch x hoch 3. Und das Schöne hier ist, dass sich dieses x hoch 3 mit diesem x hoch 3 kürzt. Und dann bleibt übrig 1 durch 4 mal Integral hoch u hoch 1/2. Und was das Integral von u hoch 1/2 ist, das wissen wir. Das ist u hoch 3 halbe durch 3 halbe. Das ist also 1 Viertel mal u hoch 3 halbe durch 3 halbe. Oder wenn ich hier das u wieder zurück substituiere, dann ist das 1 durch 4 mal 1 plus x hoch 4 3 halbe. Hier schreibe ich das so, mal 2 mal 3. Also 1/6, 1 plus x hoch 4, 3/2. Das Schöne ist, dass Sie, wenn Sie ein Integral berechnet haben, ganz leicht überprüfen können, ob das richtig ist. Weil differenzieren ist ja einfach. Das können Sie ganz leicht nach x differenzieren. Machen wir das. Wenn Sie das nach x differenzieren, dann kriegen Sie 3/2 mal 1 plus x hoch 4 hoch 1/2. Das 3/2 kürzt sich da ein bisschen weg. Das 3/2, das unten steht der 6er, bleibt der 2er übrig, steht da ein Viertel. Aber ich muss ja noch mit der inneren Ableitung multiplizieren. Das ist 4x hoch 3, kürzt sich der 4er auch noch weg. Zum Schluss steht dann genau der Integrant da. Also wenn Sie integrieren und ein Ergebnis kriegen, prüfen Sie immer nach, einfach durch Differenzieren, ob das wirklich stimmt, ob Sie sich da nicht verrechnet haben. Aber Sie sehen, der Grund, warum hier die Substitution zu einer Vereinfachung geführt hat, ist, dass wir hier eine Funktion haben und hier ihre Ableitung. Also wenn das u ist, dann ist das das u'. Und deswegen hat hier die Substitution zu einer Vereinfachung geführt. Eine andere Methode, die wir gern zum Integrieren benutzen, das ist die partielle Integration.
partielle Integration das hat jetzt nichts mit der partiellen Differenziation zu tun. Partiell heißt einfach, dass ich nur zum Teil integriere. Ich integriere nicht ganz. Zum Schluss bleibt immer noch ein Integral übrig, aber das Integral sollte hoffentlich einfacher sein. Die partielle Integration, auf Englisch sagt man auch Integration by Parts, weil ich nur gewisse Teile integriere, die partielle Integration beruht auf der Produktregel. Die Produktregel für die Differenziation, lassen Sie mich die so hinschreiben, wenn ich ein Produkt habe von zwei Funktionen f und g, die Argumente von f und g, die lasse ich jetzt weg, um Schreibarbeit zu sparen, das kann ich ja schreiben als Ableitung von f mal g plus f mal Ableitung von g. Also einmal leite ich die eine Funktion ab, einmal leite ich die andere Funktion ab. Und das zähle ich zusammen. Das ist einfach die Produktregel, Sie können sich erinnern. Wenn ich jetzt ein Integral habe, das so ausschaut, f' mal g dx, hier habe ich immer die Argumente, natürlich auch f' hängt von x ab und g hängt natürlich auch von x ab, dann kann ich diese Gleichung da oben verwenden, um das Integral umzuschreiben. Und zwar schreibe ich jetzt, was ist denn, wenn diese Gleichung hier gilt, was ist dann f' mal g? Da gebe ich einfach diesen Term hier auf die andere Seite und kriege, das ist f mal g' dx minus fg'. Einfach eingesetzt. Hat jemand geklopft? Ja. Ja. Das in der zweiten Zeile, beim zweiten Integral. Ach ja, das, natürlich. Das gehört außerhalb der Klammer. Weil sonst könnte ich den nächsten Schritt nicht durchführen. Die Stammfunktion von f mal g', was ist die? Die ist f mal g, nicht? Die Stammfunktion von f' ist natürlich f. Die Stammfunktion von g' ist g. Die Stammfunktion von f mal g, insgesamt Strich, ist natürlich f mal g. Das Integral sagt mir, findet die Stammfunktion. Also dieses Integral ist nichts anderes als f mal g. Minus Integral von f mal g' dx. Also was habe ich durch diese Umformung erreicht? Ich habe das Integral ja nicht weggekriegt. Ich habe es nur auf eine andere Weise geschrieben. Ich habe die Ableitung hier von der Funktion f auf die Funktion g geschaufelt. Auf der linken Seite habe ich hier f' mal g, auf der rechten Seite habe ich f mal g'. Das kann jetzt eine Vereinfachung sein, muss aber nicht. Das Integral hier für f mal g habe ich weggekriegt. Schauen wir uns an einem Beispiel an, unter welchen Umständen das nützlich sein kann. Rechnen wir das Integral, das ist auch im Skriptum gerechnet, x mal e hoch x dx. Schaut es denn mit diesem Integral aus? Hat das diese Form, die ich gerne hätte? Hat das diese Form hier? Ja. Ist ein Produkt von zwei Funktionen, x und e hoch x. Und jetzt sage ich, eine dieser beiden ist f' und die andere ist g. Welche nehme ich? Bitte? Können Sie frei auswählen, wie Sie wollen. Probieren wir mal. Probieren wir einfach was. Ja, sagen wir, das ist f' und das ist g. Probieren wir es einfach, was passiert. Also, wenn f' x ist, dann ist f x² halbe. Ja? Stehen. Und zwar mal g. Integral von f ist x² halbe, mal g'. Aber wenn g e hoch x ist, dann ist g' auch e hoch x. dx. Aha. Ich habe mir das Leben eigentlich schwerer gemacht.
nicht, weil ich habe jetzt ein Integral oder zumindest gleich, ja, gleich schwer. Ich habe es mir nicht vereinfacht. Hier steht dann x mal e hoch x, hier steht dann x Quadrat mal e hoch x, auch nicht leichter. Aber wenn ich das anders gemacht hätte, wenn ich nämlich gesagt hätte, das ist g und das ist f', schauen wir, was dann passiert. Also in weiser Voraussicht hätten wir natürlich das machen sollen. Ich schreibe es noch einmal hin. Und das f'. Dann habe ich hier auf der rechten Seite brauche ich das f mal g. Das f ist e hoch x. Ja. Wenn f' e hoch x ist, dann ist f auch e hoch x. Na, heute husten sie auch viel. Was ist denn heute los? Sie ruinieren den ganzen Film. Nein, husten sie nur. Husten sie nur. Fangen Sie nicht an, rauszugehen zum Husten. Und schneuzen dürfen Sie auch. Also e hoch x, das ist das f. Da brauche ich jetzt das g. Das g ist auch, das ist macht, das ist das x. Minus Integral von, jetzt brauchen wir aber das f mal dem g'. Das f, wissen wir, ist das e hoch x, aber das g' ist jetzt die Ableitung von x. Und die Ableitung von x ist 1. Jetzt hat sich dieses Integral sehr stark vereinfacht, weil ich da nur mehr, das ist das Integral von e hoch x dx und das kennen wir, das ist e hoch x. Also konnten wir durch partielle Integration dieses Integral in eine Form bringen, die wir leicht lösen können. Durch die geschickte Wahl der Funktionen f und g haben wir das, ist uns das gelungen. Wenn wir diese nicht so geschickt machen, dann erreichen wir damit nichts. Okay? Können Sie auch leicht prüfen, ob das tatsächlich, wenn ich das ableite, tatsächlich das x mal e hoch x heraus. Schauen wir uns das an. Wenn ich das ableite, leiten wir das ab. Dann kriege ich e hoch x. Wenn ich muss ich multiplizieren mit x hoch minus 1 plus e hoch x unabgeleitet mal der Ableitung von dem und das ist also e hoch x mal x minus e hoch x plus e hoch x ist gleich e hoch x mal x. Okay, passt. Also die Ableitung von dem ist x mal e hoch x, das ist die Probe. Ja, das ist gleich dem Argument, dem Integranten um. Da habe ich übrigens ein dx vergessen. Also partielle Integration kann helfen. Wir können partielle Integration auch verwenden, um mit einem kleinen Trick, um das Integral vom Logarithmus von x zu berechnen. Sie schreiben, dass Integral vom Logarithmus x als 1 mal dem Logarithmus von x. Das kann ich ohne weiteres tun. Und dann sagen Sie, was sagen Sie dann? Dann sagen Sie, das ist mein f' und das ist mein g. Und dann ist alles ganz einfach. Probieren Sie das. Jetzt wollen wir uns einige Anwendungen für das Integral einige Anwendungen des Integrals besprechen. Erste Anwendung, die wir besprechen wollen, ist das Volumen von Rotationskörpern. Ja. Bitte? Das Integral aus LMX, das ist ja schon einfach. Was ist es? Die Ableitung vom Logarithmus ist einfach, ist 1 durch x. Aber die Ableitung ist. Aber das Integral ist nicht so kompliziert, aber nicht trivial. Und wenn Sie partiell integrieren,
und sagen, das ist mein F' und das ist mein G, was kommt dabei heraus? Na, dann steht zunächst einmal auf der rechten Seite das F mal G, und das ist X mal ln X, minus Integral von F mal G', F ist X und G' ist 1 durch X, also Integral von 1, das ist X, also steht da dann X mal ln X minus X. Also X, Klammer auf, ln X minus 1, Klammer zu. Das kommt dabei heraus. Also ln X integriert ist sicher auch nicht, Sie könnten vielleicht versucht sein zu sagen, ja, das Integral von ln X dx ist ln X Quadrat halbe. Ja. Stimmt aber nicht. Das, dann bräuchten wir die ganze Integriererei nicht. Was ist ein Rotationskörper? Ein Rotationskörper ist ein Körper, der entsteht, wenn ich eine Fläche um eine bestimmte Achse rotiere. Und wenn diese Fläche dadurch gegeben ist, dass sie die Fläche unter einem Funktionsgraphen ist, in einem Intervall von a bis b, dann kann ich das Volumen dieses Rotationskörpers, der dadurch entsteht, dass ich diese Fläche hier um die x-Achse drehe, also wenn ich das drehe, dann das erhalte ich einen Rotationskörper, der mit ein bisschen Vorstellungskraft so ausschaut. Und das Volumen dieses Rotationskörpers, das möchte ich jetzt berechnen. Das ist der Funktionsgraph der Funktion y ist gleich f von x. Wie kann ich dieses Volumen hier berechnen? Ich verwende den Trick, den ich immer verwende, wenn ich Integralrechnung mache. Ich teile mein Problem in viele kleinere Probleme. Ich teile dieses Intervall hier in Unterintervalle und die Unterintervalle, die haben die Länge Delta x. Dann überlege ich mir, was ist das Volumen von dieser Scheibe? Jetzt habe ich da mal die Zeichnung mir selber verpatzt. Was ist das Volumen dieser Scheibe, die hier, das ist jetzt blöd, das wird jetzt eine Batzerei, ich sag's Ihnen. Tatsächlich. Sie wissen schon, was ich meine. Ich schneide mir hier von diesem Körper eine Scheibe der Dicke Delta X heraus. Und ich sage, diese Scheibe der Dicke Delta X, das Ganze findet statt an der Stelle XI. Hier oben diese Länge ist natürlich f von xi. Ich sage, das Volumen von dieser Scheibe, nennen wir dieses Volumen Delta V, i, das Volumen dieser Scheibe ist die Grundfläche der Scheibe mal die Dicke. Und die Grundfläche der Scheibe, was ist die? Das ist einfach der Radius der Scheibe. Was ist der Funktionswert an der Stelle xi, diese Strecke, quadriert mal pi, Fläche des Kreises. Und das Ganze mal Delta x. Und dann sage ich, das Gesamtvolumen dieses Objekts ist gleich die Summe aller dieser Scheiben. I gleich 1 bis n, ich habe n Scheiben. Jetzt mache ich wieder diesen Trick, dass ich Delta X gegen 0 gehen lasse, weil eigentlich stimmt das ja nur ungefähr. Eigentlich muss ich da ja ein ungefähr, also so ein ungefähr Gleichzeichen hinmalen, weil diese Scheibe ja nicht genau dieses Volumen hat. Ich habe da ja was abgeschnitten, nicht? Ich habe so getan, als ob hier der Rand waagrecht wäre, aber in Wirklichkeit ist er nicht waagrecht. Das ist kein Zylinder, sondern ist am Rand, hat eine bestimmte Neigung am Rand. Aber wenn ich
wieder den Grenzwert durchführen. Für Delta x gegen 0, dann geht natürlich die Zahl dieser Scheiben gegen unendlich, also dieses n. Das b kann ich nach vorziehen, wenn ich will. Quadrat Delta x. Aber dann sehen Sie, dass das eigentlich das Integral ist. Das ist die Definition des Integrals über f Quadrat von x. Das hier ist Pi mal im Integral von a bis b von f Quadrat von x dx. Durch diese Überlegung, dieses Zerschneiden des Volumens in Scheiben, haben wir das Volumen dieses Rotationskörpers zurückgeführt auf ein Integral. Und jetzt können wir die ganze Maschinerie, die wir kennengelernt haben, einfach anwenden. Nicht? Machen wir das zum Beispiel für den Kegel. Wir können einen Kegel mit Radius r und mit Höhe h. Und wir möchten gern das Volumen dieses Kegels berechnen. Wie können wir das machen? Wir müssen zuerst eine Funktion finden, für die dann der Kegel herauskommt, wenn ich den Rotationskörper bilde. Ja? Wie kann diese Funktion ausschauen? Wenn ich hier x und y habe und diese Gerade betrachte, die hier von 0 bis h geht und hier in dieser Richtung von 0 bis r, und ich drehe das Ganze um die x-Achse, dann kommt der Kegel dabei heraus. Okay? Also wie schaut der dann aus? Schaut halt irgendwie so aus, nicht? Und da habe ich dritte Dimension. Das Volumen dieses Kegels ist dann Pi mal f von x Quadrat dx von 0 bis h, das ist ja die Höhe des Kegels, das ist der Radius der Grundfläche des Kegels. Wobei ich dieses f so wählen muss, dass es dieser Geraden hier entspricht. Diese Gerade. Und was ist diese Gerade hier? Diese Gerade hier ist gegeben durch eine Gerade, ja, mit welcher Steigung? X mal irgendwas, und diese Steigung muss gegeben sein durch den Radius und die Höhe. Was ist mit dem zum Beispiel? R durch H. Und das ist genau die Steigung dieser Kurve. Ja? Weil die Steigung ist ja, ja. Pythagoras, um diese Länge zu berechnen. Aber wir wollen nicht diese Länge berechnen, sondern das Volumen des Kegels. Nicht? Also wir wollen dieses ganze Volumen berechnen, nicht die Länge dieses Abschnitts. Das wäre natürlich Wurzel aus h² plus r². Wir wollen das Volumen des Körpers bestimmen, der dadurch entsteht, dass ich diese Gerade im Bereich von 0 bis h um die x-Achse drehe. Und das ist genau die Funktion, die wir brauchen dazu. Das ist die Funktion, die wir brauchen, weil sie hier bei 0 gleich 0 ist und bei h genau oben bei r. Hat also die richtige Steigung. Wenn ich hier h einsetze, kürze ich das mit dem und übrig bleibt r. Also schreiben wir das Volumen hin, das ist Pi mal 0 bis h mal r durch h zum Quadrat mal x dx. So. X Quadrat, richtig. Ich muss ja das ganze Zeug hier zum Quadrat nehmen. Das heißt, der Faktor zum Quadrat mal x zum Quadrat. Also das r durch h kann ich gleich nach vorziehen. Quadrat. Und hier, wenn ich x² integriere, dann bleibt übrig x hoch 3 Drittel
Und zwar in den Grenzen von 0 bis h. Und wenn ich das ausrechne, dann kriege ich Pi mal r Quadrat durch h hoch h Quadrat mal h hoch 3 durch 3. Kürzt sich das h Quadrat weg und übrig bleibt Pi mal r Quadrat mal h Drittel. So, falls Sie sich je gefragt haben, woher kommt denn dieser Dreier beim Volumen des Kegels, so können Sie sich das erklären. Der kommt aus der Integration vom x Quadrat. Das ist die Grundfläche des Kegels, das ist seine Höhe. Und weil das Volumen ja nicht nur einen Teil ausfüllt des Zylinders, habe ich hier noch einen Dreier. So ähnlich kann ich vorgehen, wenn ich Längen berechnen will. Sie könnten ja vor folgendem Problem stehen. Sie können vor folgendem Problem stehen. Sie haben eine Funktion gegeben. Der Funktionsgraph schaut meinetwegen so aus. Und Sie möchten gern wissen, wie lang ist diese Kurve? Wie lang ist der Funktionsgraph? Im Bereich von a, b. Wie lang ist diese Kurve? Ja, irgendwie sollte das auch gehen. Irgendwie sollte ich diese Länge, diese Bogenlänge, auch als ein Integral schreiben können. Gerade ist es keine, wenn es eine Gerade wäre, dann wird es einfach gehen mit Pythagoras. Aber im Allgemeinen ist es keine Gerade. Wie können wir diese Bogenlänge hier ausdrücken mit Hilfe eines Integrals? Wir machen wieder den üblichen Trick. Wir teilen das Ganze ein in kleine Abschnitte. Kleine Abschnitte der Länge Delta X. Und dann fragen wir uns, für diesen kleinen Abschnitt, kann ich da die Länge dieser Kurve, dieses Kurvenstücks hinschreiben? Das kann ich unter der Annahme, dass es sich in diesem kleinen Bereich um eine Gerade handelt. Es wird nie genau eine Gerade sein oder nur in Ausnahmefällen. Aber wenn ich Delta X genügend klein mache, dann ist dieses Kurvenstück hier oben gut beschrieben durch eine Gerade. Wenn ich das hier mache, kann ich es auch wieder beschreiben durch eine Gerade, halt durch eine andere Gerade, die auch eine andere Steigung hat. Ich kann jede beliebige Kurve annähern durch viele kleine Geradenstücke. Aber unter der Annahme, dass es sich da um gerade handelt, kann ich Folgendes machen. Da kann ich dieses Stück jetzt tatsächlich Pythagoras ausrechnen. Das wäre dann mein Y. Und ich frage mich, wie lang ist dieses Stück hier, das ich Delta S nenne. Das Delta S ist dann natürlich die Wurzel aus dem Delta X Quadrat plus dem Delta Y Quadrat. Hier habe ich einfach Pythagoras angewendet. Aber das Delta Y Quadrat ist ja nicht eine frei wählbare Größe. Die hängt ja davon ab, wie groß das Delta X ist und wie die Funktion da ausschaut. Ich kann sagen, das Delta Y, das ist ungefähr gleich der Ableitung der Funktion f von Strich an der Stelle X mal Delta X. Ja, weil das f Strich ist ja genau die Steigung. Und der Abschnitt hier ist der Abschnitt mal der Steigung. Wenn die Steigung 0 ist, Kurve horizontal, dann ist auch das Delta Y 0. Wenn die Steigung groß ist, dann ist das Delta Y auch groß. Das setze ich jetzt ein. Ich muss aber berücksichtigen, dass es sich dabei nur um ein ungefähr gleiches Zeichen handelt. Hier habe ich ein Delta X Quadrat plus F' von X Quadrat mal Delta X Quadrat. Ich habe einfach das Delta Y hier eingesetzt und verdreht.
Und das wird dann zu. Aha. Na, ich kann eigentlich hier das Delta X herausheben, nicht? Delta X. Dann bleibt übrig 1 plus f' von x zum Quadrat. Das stimmt jetzt für eines dieser kleinen Stücke. Wenn Sie diese kleinen Stücke jetzt zusammenzählen und mit Delta x gegen 0 gehen, dann wird die Summe über diese vielen kleinen Stücke, wenn Sie wollen, schreiben wir das hin, und das ist ungefähr die gesamte Länge, die nennen wir s, ungefähr gleich dieser kleinen Stücke, nennen wir sie Delta si, i gleich 1 bis n. Aber wenn ich den Limes gleich, wenn ich den Limes durchführe, dann wird diese Summe zu einem Integral. Das mache ich jetzt nicht im Detail, aber das geht ganz analog. Und Sie finden dann heraus, dass s gleich dem Integral von a nach b ist, von Wurzel aus 1 plus f' von x zum Quadrat dx. Und damit haben Sie die Bogenlänge dieses Funktionsgraphen ausgedrückt mit Hilfe eines Integrals. Das Integral heißt eigentlich, bilde eine Summe über viele kleine Stücke. Haben wir hier gemacht, dadurch haben wir das Integral erhalten und dann können wir den Formalismus anwenden, Stammfunktion finden und so weiter und so fort. Dann brauchen wir eigentlich nicht mehr denken. Jetzt, wenn das einmal dasteht, können wir das Denken stoppen. Ja. Da war eine Frage. Warum? Ich habe hier. Ja. Ich habe hier das Delta x Quadrat herausgehoben aus dieser Summe, aber ich habe ja auch noch eine Wurzel. Und wenn ich das vor die Wurzel schreibe, dann geht das Quadrat weg. Die Funktion, also die Bahnkurve, dieser Graph, der kann auch gegeben sein in Parameterform. Nicht? Ich kann ja x von t gegeben haben und y von t gegeben haben, also den Vektor als Funktion des Parameters t gegeben haben. T könnte die Zeit sein, t ist oft die Zeit in der Physik. Dann kann ich mir wieder die Frage stellen, wenn ich jetzt bei t gleich 0 starte, oder nennen wir den Beginn hier t gleich Alpha, und ich verfolge diese Kurve bis t gleich Beta, und ich wissen möchte, wie lang dieser Weg ist, den ich da zurückgelegt habe, dann sollte es doch möglich sein, auch diesen Weg als ein Integral zu schreiben, so ähnlich wie da. Und das geht tatsächlich. Um das zu tun, machen wir wieder diesen Trick mit den kleinen Stücken. Da haben wir das dy und da haben wir das dx. Und dieser Abschnitt hier ist das ds, Delta S jetzt. Merken Sie sich das, weil es wird gleich verschwinden. Oder wissen Sie was, ich schreibe hier weiter. Das Delta S ist dann nach Pythagoras gleich dem Delta S, dem Delta X Quadrat plus dem Delta Y Quadrat. Aber was ist das dx? Das Delta X, Entschuldigung. Das Delta X ist das X-Punkt, oder ungefähr gleich sollte ich schreiben, X-Punkt von t mal Delta t, Delta Y ungefähr Y-Punkt mal Delta t. Das sagt mir, wie verändert sich der Ort in x-Richtung, der Ort in y-Richtung, wenn ich den Parameter t um Delta t weiter drehe. Zum Zeitpunkt t bin ich da, zum Zeitpunkt t plus Delta t bin ich da. Wenn ich das hier einsetze in diese Formel da oben,
dann finde ich, dass das gleich ist Delta T mal Wurzel aus x Punkt Quadrat von t plus y Punkt Quadrat von t. Und dann mache ich wieder den Schmäh mit der Summe und lasse Delta x, Delta t in dem Fall gegen 0 gehen. Und wenn ich das tue, dann kriege ich hier ein Integral, und zwar ein Integral nach t von Alpha nach Beta. Das waren ja die beiden Zeiten, der Anfangszeitpunkt und hier der Endzeitpunkt. Ich will ja die Länge dieses roten Stückes berechnen. Kommt gleich zu Ihnen. Hier fehlt ein Quadrat. Was ist das? Dann ist das die Wurzel aus x Punkt Quadrat t plus y Punkt Quadrat von t dt. Ach, wieder ein Quadrat. Verloren gegangen. So. Das hier ist die Formel für die Bogenlänge, wenn ich die Funktion gegeben habe als Funktion von x und als explizite, in der expliziten Darstellung, und hier, wenn ich die Trajektorie, die Bahnkurve in Parameterform gegeben habe. Im Skriptum gibt es Beispiele, die Sie durchrechnen können. Dieses Beispiel, wenn Sie zum Beispiel, können Sie, diese Formel können Sie zum Beispiel verwenden, um den Umfang eines Kreises zu berechnen. So, ja, gibt es Fragen? Oh. Ja. Sie möchten gern, Sie haben eine Kurve in Parameter, das ist eine gute Frage, Kurve in Parameterform gegeben, und Sie möchten gern die Fläche unter dieser Kurve berechnen. Also Sie haben nicht y als Funktion von x gegeben, sondern y als Funktion von t und x als Funktion von t. Und die Frage ist, können Sie das Integral unter diesem Funktionsgraphen, vorausgesetzt, dass es hier keine Probleme gibt mit Eindeutigkeit, sagen wir in einem Bereich, wo nicht sowas passiert, können Sie das Integral berechnen, ohne diesen Ausdruck, ohne das aufzulösen und hinzuschreiben als y ist gleich f von x, ohne das in diese Form zu verwandeln. Ich glaube, es geht. Dazu müsste ich die Ableitungsformel, ich könnte es versuchen, so zu machen. Aber ich überlasse das dann Ihnen. Ich mache hier eine Variablen-Transformation. Ich gehe von dx nach dt, indem ich die Ableitung bilde von x von t nach dt, und das ist x Punkt. Dann kriege ich schon einmal dieses dx da weg. Ich habe dann y von t. Das ist ja das x hier. Was ist mit dem? Und da habe ich dann ein, das dx ersetze ich durch x Punkt von t mal dt. Wie wäre es mit dem? Ich glaube, das geht. Ich glaube, so geht es. Überlegen Sie sich das im Detail. Probieren Sie es einfach aus. Ja? Probieren Sie es aus am folgenden Beispiel. Also Sie gegeben haben eine Parabel, zum Beispiel Parabel. Sie wollen wissen, was der Flächeninhalt ist unter der Parabel, y ist gleich x Quadrat. Dann ist der Flächeninhalt sicher gegeben durch x Quadrat dx, sagen wir in den Grenzen von 0 bis 1.
Aber wenn ich hier diesen Ausdruck verwende, was wie schaut, und ich muss dann natürlich eine bestimmte Parameterform wählen, ich sage x von t ist gleich einfach t und y von t ist gleich t Quadrat. Und das dx, das ist jetzt einfach, weil das dx nach dt, das ist ein 1. Und wenn ich das hier einsetze, dann steht hier d Quadrat mal dt. Ja gut, das ist natürlich genau dasselbe, aber das ist jetzt wegen der einfachen, vielleicht nur wegen der einfachen Wahl so. Aber was diese Formel hier berücksichtigt, ist, dass die Kurve eine unterschiedliche Steigung hat und ich dann, wenn ich die Kurve gleichmäßig durchlaufe, dass ich dann für gleiche t's in x-Richtung unterschiedlich weit komme. Also ich glaube, so geht das. Und der zentrale Punkt ist diese Transformation der Integrationsvariable von x nach t. Glauben Sie mir das? Glauben Sie es mir nicht, aber ich glaube, dass es so geht. Wir können auch den Mittelwert einer Funktion betrachten und als Integral ausdrücken. Was ist ein Mittelwert? Ein arithmetischer Mittelwert. Sagen wir zum Beispiel, messe ich von Ihnen allen die Körpergröße und dann berechne ich den Mittelwert. Wenn ich die Körpergröße als, nennen wir die f, i, und ich bilde die Summe von i gleich 1 bis n, und n ist 250 oder so viel, wie ich sie halt sehe. Durch n mal Summe über alle fi's. Ja, sie zählen alles zusammen und dividieren es durch die Anzahl der Terme in der Summe. Jetzt können Sie sich aber vorstellen, dass Sie dieses arithmetische Mittel bilden für eine Funktion, zum Beispiel so ausschaut, eine Funktion der Zeit, die Sie an regelmäßigen Intervallen bestimmen. In einem gewissen Intervall, sagen wir von 0 bis groß T oder allgemeiner im Intervall von A nach B. Sie messen, oder anstatt t schreibe ich jetzt x hin, damit es allgemein ausschaut. Die Intervalle hier sind wieder Delta x. Und jedes Delta x mache ich eine Messung und zum Schluss bilde ich den Mittelwert. Und der Mittelwert wird genauso ausschauen. Der Mittelwert kann ich aber auch schreiben, jetzt dividiere ich diesen Ausdruck hier. Mit Delta x, durch Delta x und multipliziere gleichzeitig mit Delta x. Warum mache ich das? Ich mache das so, damit hier sowas wie das Integral steht. Das wird dann sowas wie das Integral. Das ist das Integral von a nach b von f von x dx. Und aber das hier, das n mal Delta x, ist einfach n mal dieses kurze Intervall, das ist die Gesamtlänge. Und die Gesamtlänge des Intervalls ist b minus a. Der Mittelwert einer Funktion im Intervall von b nach a ist die 1 durch die Intervalllänge mal das Integral von fx dx von a nach b. Der Mittelwert ist jener Wert, das ist jetzt da blöd, weil diese Funktion in dem Intervall, das Integral wird nahe 0, weil das ungefähr so gleich groß ist wie das hier. Also ist der Mittelwert auch 0, aber Sie könnten ja so eine Funktion haben, die so ausschaut. Dann ist der Mittelwert ungefähr da. Also der Mittelwert ist der Funktionswert, der im Mittel angenommen wird. Sie können das auch so sagen, wenn ich die Fläche, oder wie hoch müsste dieses Rechteck sein,
damit es über dem gleichen Intervall den gleichen Flächeninhalt hat wie die Kurve, dann ist das genau der Mittelwert. Also auch Mittelwerte können wir mit Hilfe von Integralen ausdrücken. Ja. Bitte? Das Delta x, wie ist das von der ersten F-Strich? Sie reden von der Gleichung hier. Bitte? Das Delta x reinkommen. Ich habe jetzt diese Gleichung im Zähler und auch im Nenner mit Delta x multipliziert. Ich kann ja, wenn ich will, irgendwas mit 1 multiplizieren, ohne es zu verändern. Ich habe jetzt Delta x. Ich habe 1 als Delta x durch Delta x ausgedrückt und habe das Ganze hier rein multipliziert und das obere, das Delta x im Zähler, das habe ich hier in die Summe hineingeschoben, das darf ich ja auch, damit das zum Schluss wird wie ein Integral. Und dann mache ich wieder den Grenzwert für Delta x gegen 0, betrachte einfach unendlich viele Messwerte. Beschäftigen wir uns noch mit einem Problem, das analog ist zum Problem der Flächenbestimmung unter einem Funktionsgraphen, aber in 2D. Die ganze Integrationsrechnung können wir dazu benutzen, um eine Fläche unter einem Graphen zu berechnen. Wie schaut es denn aus, wenn wir das Volumen unter einer Fläche berechnen wollen? In 2D. Es könnte ja sein, dass ich eine Fläche gegeben habe. Das ist die Verallgemeinerung des Funktionsgraphen in 2D. Die Fläche wird beschrieben durch die Funktion f von xy. Also für jeden Punkt in der XY-Ebene sagt mir die Funktion z ist gleich f von XY, wie hoch ich über der XY-Ebene bin. Und wenn ich das für alle Punkte mache in der XY-Ebene, erhalte ich eine Fläche. Und jetzt stelle ich mir folgende Frage. Wenn ich hier in der XY-Ebene einen Bereich gegeben habe, habe ich jetzt einen Kreis hingezeichnet, aber es kann ein beliebig geformter Bereich sein. Nennen wir diesen Bereich A. Und ich verlängere jetzt diesen Bereich A nach oben, den Rand dieses Bereichs A nach oben, bis er auf diese Fläche stößt, dann wird der Schnittpunkt der Fläche mit diesem Zylinder, den ich nach oben zeichne, vielleicht so ausschauen. Und ich kann mir die Frage stellen, wie groß ist das Volumen dieses Zylinders mit der Grundfläche da in diesem Bereich A, der oben durch die Fläche begrenzt wird. Und diese Fläche hier ist natürlich im Allgemeinen gekrümmt. Die ist irgendwie gekrümmt. Wie mache ich das? Wie kann ich dieses, also die Aufgabe besteht darin, dieses Volumen zu berechnen. Und wir lösen diese Aufgabe, indem wir das hinschreiben als ein Integral, und zwar als ein Doppelintegral. Das wir dann wiederum zurückführen auf ein einfaches Integral. Wie machen wir das? Statt wie im eindimensionalen Fall haben wir diese Fläche in viele kleine Streifen aufgeteilt. Hier machen wir was Ähnliches. Aber wir teilen dieses Volumen nicht in kleine Streifen auf, sondern in kleine Quader. Und wir erreichen diese Quadereinteilung, indem wir in der XY-Ebene
den Bereich A aufteilen in kleine Rechtecke. Und diese Kasteln da, die ich dadurch erhalte, die haben eine Breite Delta X in X-Richtung und eine Breite Delta Y in Y-Richtung. Und die erzeugen mir hier oben eine Einteilung auch dieser Fläche hier oben. Was ich jetzt mache, um das Volumen hier dieses Körpers anzunähern, ist Folgendes. Ich summiere hier, gut, jetzt muss ich das irgendwie noch bezeichnen, ich suche in jedem von diesen Kasteln einen Punkt aus, zum Beispiel in der Mitte. Nennen wir diesen Punkt hier XI und YJ, wobei mir das I irgendwie die Kasteln in X-Richtung nummeriert und das Y die Kasteln in, und das J die Kasteln in Y-Richtung. Ja. Betrachten wir zunächst das Volumen dieses Quaders, der hier entsteht, wenn ich dieses Kastel hier einfach nach oben fortsetze. Das wird jetzt wieder ein... Gut, ich glaube, Sie verstehen schon, um was es geht, was hier gemeint ist. Ich nehme einfach diese Grundfläche hier, die grün schraffierte. Das ist ein Rechteck mit Seitenlängen Delta X und Delta Y. Und ich setze das nach oben fort, bis ich hier oben angehe und diese Fläche schließt dann diesen Quader ab. Und jetzt sage ich, das Volumen von diesem Quader ist ungefähr Delta X mal Delta Y, das ist die Grundfläche. Und was ist die Höhe vom Quader? Die Höhe vom Quader ist F an der Stelle XI an der Stelle YJ. Das ist das Volumen von diesem kleinen Quader. Und jetzt muss ich noch summieren über alle Quader. Und das mache ich, indem ich in X-Richtung über I und in Y-Richtung über J summiere. Wobei ich jetzt einmal unter den Tisch kehre, in welchen Grenzen ich hier summieren muss. Weil wenn ich zum Beispiel hier in Y-Richtung summiere, dann habe ich mehr Quader als zum Beispiel hier oder hier. Also muss ich da irgendwie noch berücksichtigen. Aber lassen Sie mich das einmal so auf eine etwas unbestimmte Weise hinschreiben. Was ich mit dieser Doppelsumme hier meine, ist, dass ich einfach überall diese Quader hier im Bereich A drüber summiere. Die Rechtecke. Ja. Hier am Rand sind es eigentlich keine Rechtecke, aber wenn ich die Rechtecke klein genug mache, dann kann ich den ganzen Bereich A beliebig genau annähern als eine Summe von nicht überlappenden Rechtecken. Das ist jetzt ungefähr gleich. Ungefähr gleich, aber wenn ich jetzt wieder den üblichen Schmäh mache und sowohl X als auch Y, also Delta X und Delta Y gegen 0 gehen lasse, in dieser Summe hier, in dieser Doppelsumme. Dann wird das genau das Volumen sein. Und das ist die Definition des Doppelintegrals von f von X und Y dx dy über den Bereich A. Wir schreiben das so als Doppelintegral, weil es ein Integral letztlich ist in X-Richtung und in Y-Richtung. Und wir schreiben jetzt nicht explizit die Grenzen hin. Wir kommen dann gleich zu einem Beispiel, wo das geht. Aber hier schreibe ich einmal die Grenzen nicht hin. Ich schreibe einfach A hin als Symbol für den Integrationsbereich. Das bedeutet, dass ich über alle Kasteln summiere, unendlich kleine Kasteln, die sich im Integrationsbereich A befinden. Ich muss natürlich, wenn ich ein spezifisches Doppelintegral berechnen will, muss ich mir im Klaren darüber werden, muss ich definieren, welcher Bereich jetzt gemeint ist, zusätzlich dazu, was die
Funktion ist. Also um dieses Ding hier zu berechnen, müssen Sie mir sagen, was ist die Funktion, die ich integrieren soll und was ist der Bereich, über den ich integrieren soll. Das ist jetzt einmal eine Definition. Wie kann ich jetzt so ein Integral in der Praxis berechnen? Ich berechne das in der Praxis, indem ich die Integration zunächst in einer Richtung durchführe und das, was dabei herauskommt, dann noch in die andere Richtung integriere. Anschaulich können Sie sich das so vorstellen, dass Sie von diesem Volumen zunächst für konstantes x eine Scheibe herausschneiden mit einer Dicke Delta x. Okay, machen wir es so. Ich habe die Funktion gegeben if f von x und y. Was ich jetzt mache, ist, ich schneide diesen Körper, der durch den Integrationsbereich A in der xy-Ebene eingegrenzt wird, durch die Fläche, die hier oben aufgespannt wird, durch diese Funktion und die senkrechten Wände über dem Rand dieses Integrationsbereichs. Ich schneide jetzt eine Scheibe heraus. Diese Scheibe ist senkrecht, wird gebildet durch x, ist gegeben durch x und, x plus Delta x. Das sind die beiden, bitte? Genau. Aber Delta x könnte auch negativ sein. Aber wenn Sie wollen, dann machen wir es so. X plus Delta x. Wie groß ist jetzt das Volumen dieser Scheibe, das hier über die gesamte Fläche geht, von diesem Schnitt, aber die Dicke Delta x hat? Dieses Volumen ist das Integral dieser Funktion da oben. Nehmen wir den Teil hier. Dieser Funktion da oben. Und das ist f von y, von x und y integriert nach y. Und zwar in diesen Grenzen von hier nach hier. Wenn ich die Scheibe hier gewählt hätte, dann hätte ich andere Grenzen natürlich. Also die Grenzen in y-Richtung sind auch eine Funktion wiederum von x. Von a bis b von x. Das hier ist der Flächeninhalt von diesem Schnitt. Und wenn ich diesen Flächeninhalt noch mit Delta x multipliziere und dann summiere über alle Scheiben, die ich da schneide, aber diesen Grenzwert dann aus für Delta x gegen 0, dann ist das wieder ein Integral von einem Integral. Und das Integral nach x, das geht dann von b nach c, also b, nein, nicht b, c nach d, sagen wir c nach d. Ich mache gleich ein Beispiel, dann wird es hoffentlich klar. C nach d von Integral von a, das ist jetzt aber eine Funktion von x, d von x, f von x, y, dx. Nein. C und D sind nicht jetzt Funktionen von Y. C und D zeichnen wir uns den Integrationsbereich jetzt von oben gesehen hier ein. Was ich praktisch mache, ist Folgendes. Ich integriere davor für ein bestimmtes X in Y-Richtung. Sagen wir, wir wählen das X hier. Wenn ich hier für dieses bestimmte X über Y integriere, dann muss ich von hier nach hier integrieren. Und das ist was anderes an dieser Stelle. Und diese Funktion hier oben, da sage ich, das ist b von x, das ist die Funktion, die von hier nach hier geht. Und die Funktion hier unten, die wird in einer anderen Farbe,
Das ist die Funktion a von x. Also ich integriere von a nach b, aber a und b hängen wiederum von x ab. Das ist für die Integration in y-Richtung. Aber für die Integration in x-Richtung gehe ich einfach von hier nach hier, vom linken Rand, den nenne ich c, zum rechten Rand, den nenne ich d. Sie könnten das natürlich auch umgekehrt machen. Hier habe ich wieder angenommen, dass es hier keine Eindeutigkeitsprobleme gibt und so, und da müsste ich das Ganze irgendwie aufteilen. Aber vergessen Sie das für den Augenblick. Nehmen wir an, der Integrationsbereich ist so einfach, dass das leicht durch zwei Funktionen darstellbar ist, a von x und b von x. Sie hätten das natürlich auch umgekehrt machen können. Sie könnten davor nach x integrieren und dann nach y. Machen wir ein konkretes Beispiel, dann sehen Sie, wie das geht. Also die Idee ist, dass wir das Doppelintegral zurückführen auf ein einfaches Integral. Und das haben wir hier gemacht, nicht? Ich berechne davor das Integral nach y. Das, was dabei herauskommt aus dieser Integration, das ist eine Funktion, bleibt immer noch eine Funktion von x. Ist aber keine Funktion von y mehr. Nicht, wenn ich das über das y integriere, dann hängt das Ergebnis nicht mehr von y ab. Aber von x hängt es noch ab. Und das, was dabei herauskommt, das integriere ich dann noch nach x. Rechnen wir das Integral aus, das Doppelintegral Wurzel aus x plus y dx dy oder dy dx, das ist egal, über den Integrationsbereich A. Und der Integrationsbereich A, das ist jetzt, dieses Beispiel ist im Skriptum drin, aber ich mache es jetzt noch ein bisschen komplizierter. Ich sage nämlich Folgendes: Der Integrationsbereich A, der geht in x-Richtung von 0 bis 1. Und er soll nur dieses untere Dreieck hier umfassen. Hier ist auch 1. Das soll mein Integrationsbereich A sein. Was wäre jetzt für diesen, was wären die Grenzen? Das ist jetzt hinten versteckt. Was wären die Grenzen? Wenn ich jetzt nach y integrieren will für ein bestimmtes x, was ist dann meine Funktion a von x, die untere Integrationsgrenze? Ist 0, nicht? Die ist immer 0. Aber die obere Grenze, die hängt ab davon in y, wo ich in x bin. B von x ist gleich x. Das ergibt mir genau diese Grenze hier. Diese Gerade. Das ist Teil der Angabe. Nicht? Der Integrationsbereich muss Teil der Angabe sein. So, jetzt machen wir das so, wie wir das besprochen haben. Wir teilen dieses. Wir führen die Integration aus, davor in y-Richtung und dann in x-Richtung. Schreiben wir uns auf, wie das gehen muss. X plus y, davor integriert nach y. Und dann nach x. Welche Grenzen muss ich da wählen? In y muss es von 0 nach x gehen. Von 0 bis x. Und in x-Richtung von 0 bis 1. So, was ist das jetzt? Das äußere Integral lasse ich einmal da stehen. Was ist die Wurzel? Was ist das Integral der Wurzel von x plus y nach y integriert? Wenn ich nach y integriere, dann kann ich x als eine Konstante betrachten. Das ist also x plus y hoch 3 halbe, dividiert durch 3 halbe, in den Grenzen. Und die Grenzen muss ich jetzt für y, von y gleich 0 bis y gleich x, das sind die Grenzen, die ich einsetzen muss. Das steht ja hier in den Grenzen des Integrals. Und das, was dabei herauskommt, noch nach x integriert. Wie geht das? Jetzt setze ich hier davor y gleich x ein, dann erhalte ich hier innerhalb der Klammer 2x
hoch 3 halbe, durch 3 halbe, minus und y gleich 0. Bei y gleich 0 ist das 0, also steht da hier minus x hoch 3 halbe, durch 3 halbe. Schreibe ich noch ein bisschen um, damit es einfacher wird. Dx. Das ist gleich. Also das 2 Drittel, das schreibe ich einmal nach vor. Was bleibt denn im Integralzeichen übrig? Hier bleibt 2 hoch x, nein, hier bleibt übrig 2 hoch 3 halbe minus 1 mal x, mal Integral von 0 bis 1 hoch, von x hoch 3 halbe dx. Ich habe hier das x hoch 3 halbe irgendwie herausgehoben. Dann bleibt das übrig. Okay? Und jetzt muss ich das nur nach x integrieren. Das, was vorne steht, das kann ich ja da lassen. X hoch 3 halbe integriert ist x hoch 5 halbe mal 2 Fünftel. Und das in den Grenzen von 0 bis 1. Also wenn 1 da steht, ist leicht. Das ist dann 2 durch 3 durch 2 hoch 3 halbe minus 1 mal 2 Fünftel. Und wenn 1 steht, dann ist das 1 und wenn es 0 steht, dann können wir es vergessen. Also das ist das Resultat. Ist also 4 Fünfzehntel mal 2 hoch 3 halbe minus 1. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Aber Sie sehen schon, wie das geht. Davor Integration in einer Richtung, aufpassen auf die Integrationsgrenzen. Das, was dabei herauskommt, ist immer noch eine Funktion der anderen Variablen und dann integrieren Sie über die restliche Variable. Da gab es eine Frage. Ja, gut. Das Letzte, was ich Ihnen noch erzählen möchte, ist die Berechnung von Doppelintegralen in Polarkoordinaten. Es kann nämlich, also Doppelintegrale, in Polarkoordinaten. Es kann einfacher sein, oft einen Integrationsbereich mit Hilfe von Polarkoordinaten zu beschreiben. Wenn zum Beispiel der Integrationsbereich in der XY-Ebene ein Kreis ist, wenn der Integrationsbereich A ein Kreis ist, dann ist der in Polarkoordinaten viel leichter zu beschreiben als in kartesischen Koordinaten. Nicht? Weil in kartesischen Koordinaten müsste ich sagen, x geht von minus r bis plus r und y hängt dann von x ab und geht von minus Wurzel aus r² minus x² bis plus Wurzel aus r² minus x². Aber in Polarkoordinaten geht es viel einfacher, weil in Polarkoordinaten, sagen wir, der Radius hier soll groß R sein. In Polarkoordinaten sage ich, kleiner R ist größer als 0 und kleiner als R. Und Phi, und der Winkel Phi geht von 0 bis 2 Pi. Das beschreibt mir alle Punkte, den da zum Beispiel, in der XY, in diesem Integrationsbereich A. Was muss ich aber tun, wenn ich jetzt das Integral f von x und y dy in Polarkoordinaten berechnen will? Dann muss ich irgendwie das x und das y durch phi und r ersetzen. Wir haben bei den Polarkoordinaten gelernt, dass das x gegeben ist durch r mal Cosinus phi und das y ist gegeben durch r mal Sinus phi. Wenn ich das jetzt hier einsetze, dann steht hier
das Integral, Doppelintegral von f von r mal Cosinus phi und r mal Sinus phi. Aber was machen wir mit diesem dx, dy? Das dx, dy ist das Flächenelement. Und einmal ganz naiv würde man vielleicht sowas hinschreiben. Aber schreiben Sie es vielleicht nicht hin, weil es ist nicht richtig. dr, d phi. Aber wenn Sie das machen, dann fehlt da was. Warum? Dieses dx, dy ist ja der Flächeninhalt eines kleinen Rechtecks. Flächeninhalt eines kleinen Rechtecks. Aber was ist der entsprechende Flächeninhalt, den Sie in Polarkoordinaten betrachten müssen? Dieses dx, dy, das ist das sogenannte Flächenelement. Wenn Sie einen Punkt gegeben haben in Polarkoordinaten, können Sie sich fragen, welche Fläche wird gebildet, wenn ich phi um einen bestimmten Winkel ändere und r um einen bestimmten Winkel ändere. Also hier habe ich r, hier habe ich r plus dr, hier habe ich phi und hier habe ich d phi. Welche Fläche wird da abgeschnitten durch dieses dr und dieses d phi? Diese Fläche hier ist nicht dr d phi. Diese Fläche ergibt sich das Produkt dieser Länge hier, ungefähr, weil es nicht genau ein Rechteck ist, aber wenn es ein Rechteck wäre, wenn d sehr klein ist und dr auch, dann wird das fast ein Rechteck. Durch das Produkt dieser Länge mit dieser Länge. Diese Länge hier ist aber genau dr. Okay. Diese Länge hier ist aber nicht d phi, sondern r d phi. Das Flächenelement in Polarkoordinaten ist r d phi dr. Und das ist auch das, was Sie hier hinschreiben müssen. Hier müssen Sie noch ein r hinschreiben. Benutzen wir das jetzt als diese Ausdrücke hier, um das Volumen der Kugel zu berechnen. Berechnen wir das Volumen der Kugel. Schauen wir, ob da das Richtige herauskommt. Um das Volumen der Kugel zu berechnen, müssen wir uns davor, also ich berechne nicht das Volumen der ganzen Kugel, sondern nur von einem Oktanten, nur von einem Achtel von der Kugel. Ja? Nur von einem, von dem Teil der Kugel, der für positive x dann auf der positive x, y und z Achse liegt. Das ist genau ein Achtel von der Kugel. Bei solchen Oktanten gibt es 8. Ja? Hier habe ich einfach ein Achtel von der Kugel herausgeschnitten. Und ich möchte gern das Volumen von dem Kugeloktanten berechnen. Und das ganze Ding soll einen Radius hier haben von groß R. Das Volumen kann ich berechnen als Doppelintegral der Funktion, ich schreibe es einmal in kartesischen Koordinaten hin, der Funktion, wie soll die ausschauen, für einen Punkt x, y, wo liegt dieser Punkt auf der Kugeloberfläche? Der liegt bei Wurzel aus groß R Quadrat minus x Quadrat minus y Quadrat. Also im Ursprung genau liegt er bei R, aber hier auf dieser Linie liegt er bei 0, nicht? Also diese Funktion hier beschreibt die Kugeloberfläche. Jetzt möchte ich das Ganze in Polarkoordinaten rechnen. Wenn ich das in Polarkoordinaten rechne, dann wird aus der Funktion f von x und y die Funktion f von r und phi und die ermittle ich dadurch, dass ich hier für x das da einsetze und für y das da. Also r Quadrat minus r Quadrat Cosinus Quadrat phi minus r Quadrat Sinus Quadrat phi und das ist gleich Wurzel aus r Quadrat minus klein r Quadrat Cosinus Quadrat phi plus Sinus Quadrat phi.
Das ist aber 1. Ja, also in Polarkoordinaten vereinfacht sich schon einmal diese Funktion. Das ist schon einmal gut. R² minus R². Das ist die Funktion, die ich integrieren muss. Aber über welchen Bereich muss ich sie integrieren? Schreiben wir das in Polarkoordinaten hin. Ich möchte jetzt gern über diese Funktion hier, R² minus R², R mal d phi dr, Flächenelement ist R d phi dr. Über welchen Bereich soll ich diese Funktion jetzt integrieren? Beschrieben mit Hilfe von phi und r. Führen wir mal die Integration nach phi als erste aus. Die Integration nach phi, die muss hier gehen von 0 bis pi halbe. Von der x-Achse hinüber zur y-Achse. Und wenn ich das hier drehe, dieses phi, dann drehe ich es um einen Winkel von pi halbe. Muss also gehen von 0 bis pi halbe. Und das r geht natürlich von 0 bis groß R. Also das ist ja mein Integrationsbereich. 0 bis groß R. Wenn ich klein r von 0 bis groß R gehen lasse und phi von 0 bis pi halbe, dann überstreiche ich genau diesen Bereich. Und das ist das Flächenelement. So, die Integration nach phi, die kann ich sofort durchführen. Warum? Weil das, wenn ich die phi-Brille aufsetze, dann ist das eine Konstante. Also kann ich die Integration nach phi gleich durchführen. Was gibt mir die? Die gibt mir einen Faktor von pi halbe. Weil ich pi halbe einsetze und dann 0, bei 0 ist 0 und bei pi halbe ergibt mir das genau einen Faktor von pi halbe. Ist also, kann ich schreiben als pi halbe mal dem Integral von 0 bis groß R von R² minus R² R dr. Und dieses R hier kommt mir gerade recht. Ich kann jetzt nämlich eine Substitution durchführen. Nicht? Also die Substitution zum Beispiel, wenn ich das hier U nenne, dann sehen Sie, dass das genau die Ableitung von U ist, bis auf ein Minus, bis auf ein Vorzeichen. Also ich mache das jetzt, wenn Sie das machen würden, dann wird Folgendes passieren, dann wird hier stehen, schauen wir mal, ob das so sein kann, R² minus kleine R² hoch 3 halbe durch 2 Drittel. Brauchen wir da noch was? Brauchen wir eh nichts. Jetzt müssen wir schauen, ob das Vorzeichen richtig ist. Wenn wir das jetzt differenzieren, R² minus R² hoch 3 halbe, dann kommt das 3 halbe hier herunter, kürzt sich mit dem, okay. Aber dann muss ich noch mit der Innenableitung von R multiplizieren, das ergibt mir das R, das ich ja da haben will. Aber dann steht noch ein minus 2. Also brauche ich hier noch ein minus 1 halb, um das zu neutralisieren. Und das in den Grenzen von 0 bis groß R. Wenn ich jetzt groß R hier einsetze, dann ist das 0. Wenn ich 0 einsetze, bleibt mir nur das R² hier übrig. Und das negative Vorzeichen, das killt mir dieses Vorzeichen, bleibt also genau. Dieser Zweier kürzt sich mit dem Zweier, bleibt übrig Pi durch 6 mal R² hoch 3 halbe. Und jetzt schreibe ich da hier weiter. Das ist gleich Pi Sechstel mal R hoch 3. Das ist ein Achtel vom Kugelvolumen. Wenn wir das Volumen von der Kugel berechnen wollen, Vk, dann ist das 8 mal Pi, das Pi Sechstel R der dritten. Und da kann ich kürzen durch 2. Dann bleibt 4 Pi Drittel R. Tatsächlich, das wissen wir, das ist das Volumen der Kugel. Habe ich mich nicht verrechnet. Also relativ einfach können Sie hier das Volumen der Kugel in Polarkoordinaten berechnen, weil die Definition des Integrationsbereichs leicht geht.
Jetzt hätte ich Ihnen noch gern gezeigt, weil das besonders nett ist, dass wir, dass wir ein Integral von minus unendlich, plus unendlich, von e hoch minus x, von atx, wie wir das mit Hilfe von Polarkoordinaten berechnen können und zeigen können, dass das Wurzel aus Pi ist. Das ist in der Statistik ein sehr wichtiges Ergebnis, aber da habe ich jetzt keine Zeit mehr dafür. Schauen Sie sich das im Skriptum an, da ist es genau vorgerechnet. So, das bringt mich jetzt zum Ende der Vorlesung. Ich bedanke mich dafür, dass Sie so fleißig gekommen sind und mitgemacht haben. Von den Lehramtsstudenten und Studentinnen verabschiede ich mich jetzt, weil Sie ab jetzt dann in die Vorlesung gehen werden, mathematische Grundlagen für das Physikstudium 2. Den Rest von Ihnen werde ich wiedersehen am Montag, da geht dann der zweite Teil dieser Vorlesung los, und zwar um 8:30 Uhr hier in diesem Hörsaal. Dankeschön.